Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Und ja, wir schleppen mal wieder ordentlich ab. Nicht auf der Disco, sondern auf der A2 und der ProMod 2.33. So, ich habe es doch hinbekommen. Ich musste einfach den Skin-Mod über den LKW-Mod machen. Und jetzt sind wir mit der ADAC-Lackierung unterwegs. Gut, alles klar, wir gucken mal. Die Polizei ist noch am Funken. Hier, meine Kollegen haben jetzt gerade diesen Bus vorbereitet zum Abschleppen. Boah, gut, ich denke mal, da wird ein Reifenplatzer gewesen sein. Und zu diesem Reifenplatzer hat sich noch ein weiterer Unfall ereignet. Dieser Passat hat es wirklich nicht geschafft, in die Leitplanken rein. Und ja, der Mann ist noch im Rettungswagen und wird gleich abtransportiert. So doll schwer verletzt ist er nicht. Alles im grünen Bereich. Sie sichern noch hier, denn das Fahrzeug wird später durch meinen anderen Kollegen abgeholt. So, dann setzen wir uns rein. Machen den Motor an. Feststellbremse lösen. Und dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwie langfahren können. Naja, ist halt ein bisschen schwierig jetzt, ne? Hier irgendwie rauszukommen. Ah, der wartet. Warnblinkanlage an. Ey, halt. Ja, au, oh ja, schön macht er das. Ah. Ach, die A2, die ist wirklich... Puh. Ich habe so richtig Bock mit den Abschlepper hier unterwegs zu sein. Vielleicht werden wir noch was anderes abschleppen. Gucken wir mal. Hier schön mit der ADAC-Lackierung. Und wir machen Schalten mal 80 rein und fahren schön gemütlich auf der A2 Richtung Berlin fahren. Normalerweise wäre die Fracht 1600 Kilometer. Wir machen das aber nicht ganz so weit. Na, hast dich verschätzt, ne? Schön. Das fetzt. Schade auch, dass man nicht so viele Möglichkeiten hat, hier irgendwelche Skins zu benutzen. Aber ich denke mal, wenn man das hier anguckt, sieht schon echt gut aus. Mehr Möglichkeiten jetzt für den LKW würde ich mir auch irgendwie wünschen. Mache ich die Rundumleuchte an? Ja, jetzt mache ich es an. Dass man hier drinnen noch ein bisschen was machen kann. Wir haben wieder unsere Katze hier am Start. Die freut sich. Die ist ganz gemütlich. Ah, was denn hier? Ach, wurde jemand angehalten. Wahrscheinlich sehr unsicher gefahren. Was ist denn jetzt? Überholt uns der Bus. Der LKW, der da drüben fährt, der hat irgendwie einen kleinen Sockenschuss, ne? Also der fährt nicht rum. Der ist doch nicht on the road hier. Der Truck Simulator, das ist doch hier der ETS. Zu viel von einem anderen Spiel abgeguckt, ne? Ach, herrlich. Gucken wir mal, was wir dann als nächstes nochmal abschleppen. Und dann denke ich auch, dass wir ja genügend Abschleppmöglichkeiten hier gezeigt haben. Dieser Mod war schon, glaube ich, Anfang 1.28 war der mal hier am Start. Ja, apropos abschleppen, ne? Nicht so ernst nehmen hier in der Disco abschleppen. Ich glaube, heutzutage ist das sowieso nicht mehr so die Disco-Phase, ne? Also früher, wo wir unterwegs waren, Ende der 90er, Anfang 2000, da waren wir ja immer unterwegs. Ach, guck mal, wir sind jetzt wieder in Marienborn. Naja. Da war es schon öfters mal, wo wir nicht wussten, wo wir zuerst hingehen sollten. Und heutzutage, wenn ich das so von den jüngeren Leuten so mitbekomme, ist dann eher so mal eine Bar oder wenn dann wirklich mal eine große Veranstaltung ist, dann geht man schon mal irgendwie weg. Und wir waren jedes Wochenende immer und immer unterwegs. So, wir fahren weiter, aber auf der A2 weiter, ne? Das ist dann Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Und in Berlin, denke ich mal, werden wir uns ein Plätzchen suchen. Das ist hier der Reisebus hier irgendwo. Paar Probleme hat. Ja,
Reifenplatzer. Ich würde aber meinen, wenn ein Bus einen Reifenplatzer hat, dann bringt man den so schnell wie möglich. Oh, was sind das? Neue KI-Verkehr hier drin? Neuer Bus? Hm. Dann fährt man den, sage mal, zur nächsten Werkstatt und dann wird ein neues, neuer Reifen und Felge aufgelegt. Wir haben alles, was defekt ist, abgebaut hier. Felge hat zum Glück nichts richtig abbekommen. Da war noch ein bisschen Luft oben und ja, da gab es einen ordentlichen Knall. Überholen. Und ich hatte das selber schon mal. Als zweites Lehrjahr, das war Vorbereitung für die Expo 2000 in Hannover. Da haben wir den Pavillon für Thailand gemacht. Und da musste ich dann quasi von zu Hause Richtung Duisburg fahren. Als Lehrling, ja, konnte ich dann eine Abnahme machen. Naja, es war ganz, ganz toll. Und jedenfalls hatte ich dann einen Leihwagen bekommen und der hatte doch im Sommer hatte er Winterreifen oben. Ich merke schon, die eine Woche, mein, der fängt immer an so, bup, 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 gucke an, ja, hat der irgendwas, die Reifen sehen in Ordnung aus. Und das wurde immer, immer schlimmer. Und dann wollte ich am Freitag, wollte ich nach Hause. Und man weiß ja, da ist ja ordentlich was los. Und ich bin gefahren, 140, 150 und das Lenkrad, das ging immer, immer doller, hat gewackelt. Und ich sage, ey, ich kann nicht mehr. Hier muss doch irgendwas sein. So richtig. Ja, wisst ihr, was ich meine? Jo, dann bin ich am Seitenstreifen rangefahren. Jetzt komme ich ohne hier vorbei. Am Seitenstreifen rangefahren, gucke an. Und hinten rechts. War es hinten rechts? Ja, hinten rechts. Ich glaube, hinten rechts war es. Oder, also, auf jeden Fall auf der rechten Seite war es. Aber mal 5 km/h hier mehr machen. Komme ja gar nicht vorbei hier. War eine faustdicke, ja, Beule. Ich so, ach du Scheiße, mein Chef angerufen. Ja, hm, ja, was soll ich machen? Gucke hinten rein, oder Juniorchef war das, ob da ein Ersatzreifen ist. Ersatzreifen, ich vage aufgebockt. Erstmal Sicherung. Ich hätte noch nicht mal eine Weste dabei. Ja. Das gab es irgendwie gar nicht im Fahrzeug. Dann mich dann hin, den Reifen ab. Ich lege ihn zur Seite, auf einmal fängt der an zu knallen. Ich habe mir bald in die Hose gemacht, weil es so laut war. Da habe ich überlegt, da muss ich wirklich ganz kurz in mich gehen. Ich denke mir, was ist das für ein Rotz? Wäre ich nur eine Minute oder ja, 2 Minuten länger gefahren? Die schleppe ich mit meinem LKW nicht ab, aber ich rufe meinen Kollegen an. Na, wäre mir hinten der Reifen geplatzt und es war ja so ein Suzuki Kleinwagen und es ist ja nicht mal so, dass vorne schlimmer ist, wenn der Reifen platzt, sondern hinten. Ja, ohne Scheiß, wenn hinten irgendwo ein Reifen platzt, haut ihr das ganze Heck rum. Ich wäre in die Leitplanken geballert oder irgendwo anders hin. Das war so ein Glück, dass ich wirklich gesagt habe, jetzt anhalten, weil ich habe vorher nichts gesehen. Ich bin immer ums Auto rum, geguckt, die Reifen sind in Ordnung, du hast nichts gesehen auf einmal. Es war auch verdammt warm. Und dann bin ich hin. Ja, reicht ja, wenn irgendein Typ vorher irgendwo zu doll an eine Bordsteinkante. Ey, komm, 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 hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Mensch. Das reicht ja, wenn einer zu doll irgendwie an die Bordsteinkante rückwärts rangefahren ist und dadurch die Karkasse kaputt gegangen ist. Irgendwie so, ne? Aber ich hatte so ein Schwein gehabt. Mein Gott, dann haben wir den Wagen abgegeben mit Chef. Haben wir gesagt, hier, Reifplatzer, bla bla bla. Das hat dann Chef irgendwie... Aber zu... Mensch, hau doch mal ab, du Ei. Du siehst doch, dass ich hier rüber will. Ich bin Abschlepper. Schleppe ich die auch gleich ab. Ja, dann habe ich ihn ja so ein bisschen zurückgehalten und habe gesagt, naja, wie kann man denn im Winter mit Winterreifen im Hochsommer?
Ist nicht so schlimm und wenn er hinten platzt, ist nicht so schlimm. Das war seine Aussage. Du, heutzutage. Jetzt, man war ja da noch Lehrling, dann steht noch der Chef da, ne? Dann hältst du das Maul ja doch lieber eher, ne? Damit es da nicht negativ auffallen. Aber ganz ehrlich, in der heutigen Situation, dann würde ich sagen, komm mal mit, wir reden mal über vier Augen. Dann würde ich denen mal ein paar Takte sagen. Oh, eine Motorradgang kommt jetzt hier. Oh, 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 ja, 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 ja. Alter, was ist denn hier los? Ach, jetzt könnte alle. Ups! Jetzt könnte alle mal einen Daumen geben für Hashtag Motorradunfall. Ach du Scheiße, was ist denn hier jetzt so passiert? Ah! Das hat ihr noch gar nicht erlebt, ey. Wie geil. Eigentlich nicht wie geil, aber ihr wisst schon, was ich meine damit. Ja, haben wir gleich mal einen Stau hier auf der A2 verursacht. Ach, Junge, 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 Junge. Hier passiert aber auch was. Guck mal, ich muss mal schauen hier. Wir fahren jetzt nach Berlin rein und geben die Fracht ab. Oder, ach, wir haben noch ein bisschen. Nee, wir fahren jetzt runter. Doch, wir fahren jetzt A13. Und wir wären dran bei Forst. Geben wir den ganzen Schutz ab. Ja? Machen wir so. Richtung Cottbus. Und der Abschnitt soll dann irgendwann mal, ich hoffe es mal, dreispurig werden. LKW-Überholverbot. Also, Jungs von der ProMods, achtet drauf, dass bald hier was sich ändern kann auf der A13 Richtung Dreieck Spreewald. Nee, doch Spreewald. Ja, hier ist dann, wie gesagt, noch ein bisschen dreispurig. Wird dann aber zweispurig. Hier ist dann so ein großes Logistikzentrum bei Mittenwalde. Ja, hier wird zweispurig und das kann durchaus passieren, dass es dann dreispurig wird. Und ob es wirklich April sein soll, ja, dass dann schon LKW-Überholverbot wird, ja. Ja, naja. Ah, Hauptsache langballern. So, ja gut. Ich weiß nicht, wie viele Brücken da noch geändert werden müssen. Die Verrückten. Scheint ein bisschen die Sonne und dann kommen sie wieder angedödelt mit ihren Motorrädern. Ich wollte ja damals auch Motorradführerschein machen, aber ich dachte mir, ich habe so viel Geld in meinen damaligen Passat da noch reingesteckt. Vorher war es nicht möglich. Wenn du eine Lehre machst und da hast du eh kein Geld. So, hier ist jetzt auch noch was, ja, schön gesichert. Wir fahren jetzt aber weiter hier runter Richtung Forst und dann werden wir unseren LKW und unsere Sachen dann abstellen. Und ich, komm, wir machen doch noch eine Tour. Ja, wir machen auf jeden Fall da noch eine Tour mit dem Truck. In dieser Lackierung. Oh. Ach ja. Naja, ist hier der Reifen. Habt da wieder eine Geschichte von Maximus gehört. Und hier ist er noch verewigt. Da ist er. Tal der ahnungslosen Cottbus. Ist eigentlich nicht so. Also, ich sag immer so Tal der ahnungslosen Cottbus, ja. Aber früher zu DDR-Zeiten war ja Dresden Tal der ahnungslosen, weil sie Dresden so ein bisschen im Tal lag und die nicht so die richtigen Möglichkeiten hatten, Westfernsehen zu gucken, ja. Weil dann der Empfang einfach zu schlecht war. Ja. Nur mal so für die Leute, die es interessiert. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Base Mäusel. Ja, manche Dinger hören sich komisch an, ne? So, da haben wir unseren Endpunkt, wo wir jetzt runterfahren. Forst, da ist zum Beispiel wieder die Polizei am Start, um zu gucken, was sind hier irgendwelche Leute, die hier illegal irgendwo was abgeben.
Und wenn man hier zum Beispiel im Forst hier abfährt, ja, hier vorne, da ist dann so eine Halle, hier genau vor uns, also nach links fährt man dann nach Forst rein, ne? Da ist auch so eine Unterführung und hier so ist so eine Halle, vielleicht bauen ja die Promo-Leute das auch trotzdem einfach mal so ein, da steht dann immer der Zoll und kontrolliert dann Fahrzeuge, ja. Und wenn man dann weiter hier reinfährt, ist ein großes Logistikzentrum mit ganz vielen Containern, die dann per Bahn angeliefert werden und ja, und ganz viele John Deere Trecker oder und landwirtschaftlichen Gerät, ja, ob nur Mähdrescher, das ist schon sehr interessant. Könnte man vielleicht hier noch eine Ladeposition hinbauen. Oh, so, warte mal. Anlieger frei. So. Unser Reisebus. Eieieiei. Herrliche Sache. Ach, guck mal hier, auf der Seite, hier, habe ich ganz vergessen, ist das Rad sogar abgeknickt. Gut, macht natürlich jetzt nicht so einen Sinn, das, was wir bei der Holzfabrik abgeben. Aber egal. Wir machen unser eigenes System hier. Ah, schön. So. Was ist denn hier los, Mann? Von Schönefeld, ne? Die Flieger hier. So, ja, meine Freunde. Dann haben wir diese Folge jetzt auch geschafft. Hört sich an, ne? Als wenn es irgendwo anstrengend ist. Ne, wenn man... Mensch, das könnte, was ist denn hier ein Forst los? Die Stadt der Rosen, ja? Ja, wie soll ich sagen? Wenn ich da eine Weile kein Euro Truck Simulator spiele, ja, und dann mal nach 3-4 Tagen wieder unterwegs bin, dann habe ich so richtig Bock drauf. Und ich habe auch jetzt nochmal Bock mit dem ADAC. Ah ja, aber was ist denn hier los, Mensch? Mal 747, okay. Wo bin ich jetzt? Gut. Dann habe ich richtig Bock und ich habe wirklich Bock, mit diesem Truck nochmal eine Runde zu drehen. Und ja, jetzt kommt der nächste Flieger. Fliegeralarm. Gebt einen Daumen, wenn euch das gefallen hat. Wenn nicht, dann ist euch überlassen. Ich mache einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.